Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Wenn junge oder weniger junge Väter und solche, die es vielleicht noch werden wollen oder niemals werden wollen, sich am Donnerstag mit ihren Bollerwagen durch Stadt und Landkreis Uelzen ziehen und sich selbst feiern, werden auch die Beamten der Polizeiinspektion Lüneburg, Lüchow, Dannenberg und Uelzen auf den Beinen sein. Nicht etwa um den Vatertag zu feiern, sondern um selbigen in geordneten Bahnen über die Bühne gehen zu lassen. Denn so verlässlich sich jedes Jahr das Datum wiederholt, so verlässlich finden auch Ausschreitungen statt. Und in den meisten Fällen ist Alkohol der Auslöser dafür, dass Hemmungen fallen. Mehr zu dem Thema morgen in der AZ. 7 Monate nach Bekanntwerden der Kostenexplosion bei der Sanierung des alten Rathauses in Uelzen will die Stadtpolitik erste Konsequenzen ziehen. Wie Uelzens erster Stadtrat Dr. Florian Ebeling heute im Pressegespräch mitteilt, hat der Verwaltungsausschuss sich für den Aufbau eines Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft ausgesprochen. Mit ihm sollen die Gewählten mehr Einfluss auf Bauvorhaben nehmen können. Der Stadtrat hat noch am kommenden Montag darüber zu befinden. Weitere Details stehen morgen in der AZ. Ein Fahrzeug donnert mit etwa 50 Stundenkilometern über das Kopfsteinpflaster. Eine Radfahrerin saust an einem Fußgänger vorbei, der nahe der Hauswand geht und sich dann an einem am Straßenrand parkenden Auto vorbeischiebt. Alltag an der Lüneburger Straße in Bad Bevensen. Denn in dem Bereich zwischen Medinger Straße und Krummem Arm verhalten sich die wenigsten regelkonform. Seit Jahren wird das blaue Spielstraßenschild von vielen Verkehrsteilnehmern ignoriert. Anwohner und Gewerbetreibende fordern die Stadt jetzt zum Handeln auf. Die Details morgen in der AZ. Zum Schluss der Sendung wie immer ein Blick auf das Wetter. Das Hoch Ulrike bei Schottland hält unsere Heideregion bis einschließlich Freitag trocken, das sagt unser AZ-Wettermann Zaki voraus. Zudem sorgt es für viel Sonnenschein mit nordwestlicher Strömung, aber auch für kühle Luft mit höchstens 17 Grad. In klaren Nächten wird's mit 3 bis 5 Grad frisch. Das war AZTV für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich auch morgen wieder.